Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 26. Dezember 2022. Beginnend heute hier in Playa de Ingles mit dem Blick auf Maspalomas, Meloneras, den Campo de Golf und Campo Internacional. Ja, von hier oben hat man doch immer den besten Überblick und man sieht auch ein bisschen vorher, wie das Wetter vielleicht sein kann oder sein wird. Heute Morgen am Strand hatten wir ja ein stärkeres Wolkenbild. Das ist jetzt aber ein bisschen wieder aufgelockert. So, hier der Blick über den Golfplatz Richtung Dünen. So, weiter rüber Richtung Leuchtturmfaro, Hotel Palm Beach. Ja, das ist der Campo Internacional bzw. Campo de Golf auf der Golfplatzseite. Campo de Golf und auf der anderen Seite, Riesenradseite, da ist es der Campo Internacional. Ja, jetzt schauen wir mal in die andere Richtung, das Wetter. Ja, dann fahre ich jetzt mal Richtung Rio Palace. Und dann Richtung Hotel Tropical. Ja, und ich wurde ja schon gefragt in Kommentaren und am Freitag, ob es denn wieder Weihnachten so wie gewohnt zum Rio Palace geht. Und ja, Weihnachten ist immer noch, also wir haben noch Zeit und deswegen jetzt der kleine Abstecher hier nochmal zu den Dünen beziehungsweise hier beim Rio Palace mit dem Blick auch auf die Berge. Ja, hier stehen einige wieder mit den Koffern, die abgeholt werden, die anderen kommen. Jetzt schauen wir hier erstmal in die Berge. Ja, das ist die Avenida Tirajana, die geht hier vom Rio Palace bis Richtung Fataga durch San Fernando durch. Und am Ende vom San Fernando, da ist es dann die Carretera mit einer Nummer, aber jetzt hier die Avenida Tirajana. So, hier geht es dann gleich jetzt durch den Eingangsbereich des Hotel Rio Palace hindurch. Und wir schauen uns da mal diese Wettersituation an und die Realität, so wie es heute hier am Feiertag aussieht. Ich habe Bilder gesehen aus Arucas hier im Norden der Insel. Die haben eine Beleuchtung. Da kann sich jede Großstadt eine Scheibe von abschneiden. Also richtig schön professionell. Ja, und hier das Café, Minimarkt, kleiner Supermarkt, gute Preise, gute Qualität. Man kann sich hier noch ein bisschen eindecken, auch was mitnehmen bzw. Kaffee trinken, Eis essen hier. Ja, wie erwartungsgemäß haben wir hier ein bisschen mehr Wind, das ist normal und schaut euch, das ist die Realität. So sieht es heute hier aus am Feiertag.
wie viele Menschen hier den Ausblick genießen und leider auch quer durch die Dünen laufen, aber lassen wir das Thema. Es gehören immer zwei dazu, einer der tut und der andere der lässt. Ein bisschen mehr Aufklärung hier vorne wäre ganz gut. Einige wissen es nicht, dann macht es einer vor, die anderen machen es nach. So, hier die markierten Wege, die da auch jetzt gut genutzt werden. Aber doch nicht so viel Wind, wie ich gedacht habe. So, hier die markierten Wege und die müssen genau daneben laufen, durchlaufen. Also das ist jetzt unverständlich. Keine Ahnung warum, Unwissenheit oder Dummheit. Aber wollen wir uns heute nicht ärgern am Weihnachtsfeiertag. So, der Blick hier, hier vorne. Ich gehe mal ein bisschen... So ist es richtig. So ein bisschen auf Zoom. Und jetzt schön langsam mal dieses Panorama genießen. Ja, so sieht es hier aus am 26. Dezember 2022. Hier im Inselinneren, in der Inselmitte, da gibt es bestimmt Wolken. Las Palmas schaut auch ganz gut aus heute. Ja, einige im Kommentar gelesen, die sind das erste Mal auf Gran Canaria oder kommen das erste Mal. Und so soll das auch sein, dass ihr vorher ein bisschen Information habt. Also für die, die neu sind, bitte nicht hier quer durchlaufen, sondern einfach die markierten Wege nutzen. Ja, da ist ganz schön was los hier. So, dann für mich jetzt wieder ein geordneter Rückzug. So, und hier sind die Toiletten und die werden auch gereinigt, sauber gemacht und deswegen könnte man schon auch einen Obolus dann hinterlassen, wenn man das mal benutzt. So, jetzt geht es wieder auf dem gleichen Weg zurück. Hier gibt es auch einen Weg Richtung Playa an der Strandpromenade entlang, den wähle ich heute nicht, denn ich möchte noch ein bisschen was sehen, auch ein bisschen laufen. Ja, ich habe mich gerade mit diesem Toilettenmann unterhalten, also der da sauber macht und aufpasst und ja, für Ordnung sorgt. Und dann freut er sich natürlich, wenn man da auch mal
einen Euro oder 50 Cent lässt und höflich, freundlich, nett, spricht auch mehrere Sprachen. Und ja, man sollte diese Arbeiten auch dementsprechend honorieren. So, jetzt geht's Richtung, ja, wohin? Richtung Hotel Tropical. So, im Herzen von Playa de Ingles, hier vis-à-vis vom Corona Blanca. Und im Rücken habe ich das Shopping Center und das ist auch immer die Frage, was ist da los? Wird es schon abgerissen? Wird es renoviert? Was passiert da? Erst gehen wir mal in die Disco. Hier gibt es eine neue Disco. Das ist der Bus der 90er, der nach Telde fährt. Der hält jetzt hier noch zweimal, dann ist er vorne am Tropical und dann fährt der direkt durch bis nach Telde. Bushaltestellen gibt es an jedem, also alle paar hundert Meter. Hier zum Beispiel heißt die Haltestelle Plaza Maspalomas. Direkt daneben die Disco, es war früher das Joy und das heißt jetzt Dschungler. Da habe ich schon viel Bewegung gesehen die letzte Zeit und das heißt, die ist schon auf oder die macht auf, aber ich glaube, die ist auch schon auf. Denn da hängt ein Kabel, Leuchtreklame. Also für diejenigen, die früher mal im Joy waren, die können jetzt ins Dschungler gehen. Dann haben wir hier das Fußballturnier und zwar 27., 28., 29. Da ist ganz prominent alles mit dabei, was Rang und Namen hat, fußballmäßig. Die Winteredition, das ist das 26. Mal, dass sowas stattfindet. So, und jetzt schauen wir uns das mal hier an. Gehen ganz einfach mal hier 2 Meter. Ja, Plaza, das war früher ein Paukenschlag, die Eröffnung. Viele Shops und Geschäfte und dann ging es einfach nur immer bergab. Hier direkt vis-à-vis vom Hotel Maritim. Da vorne ist die Kirche, geradeaus dann Apartamentos Las Arenas und hier noch die Dächer der unteren Stockwerke hier. Also abgerissen ist hier noch nichts, aber hier steht schon Baugerät. Also hier steht schon so ein kleiner Mischer und ein Container. Das bedeutet, hier wird es irgendwann in der nächsten Zeit dann auch losgehen. So, wir fahren hier auch mal rum, dass wir auch wirklich nichts versäumen. Wir fahren jetzt direkt Richtung Las Arenas. Hier gibt es ja auch noch eine Tiefgarage, die ist aber natürlich auch geschlossen. Begehrte Stellplätze waren das mal früher hier. So, also hier sieht man auch noch nichts Neues. Aber jetzt fahren wir doch noch mal Richtung Metro, um da auch ganz sicher zu sein, dass da nicht die ganze Metro schon demontiert wurde. Shopping Center Metro, angrenzend an der Plaza. Nein, und hier hat sogar noch der eine Laden offen. Der Supermarkt hat auch noch die Reklame da. Das Restaurant hier auch noch geöffnet. So, und dann fahren wir noch eine Runde, wenn wir schon jetzt hier sind. Ja, der Supermarkt hat noch geöffnet. Also, es ist noch nicht im Abriss. Ja. Doch sehr ungewöhnlich. Ich hatte mit viel, viel mehr Wind gerechnet. Wunderbar. Shopping Center Kasper hat geöffnet, die meisten am Abend und am Tag eigentlich nur hier der Rand. So, und da vorne das Hotel Maritim, Maritim Playa.
Ja, ich bin jetzt nochmal hier rumgefahren, denn ich wollte ja ursprünglich auch nach links abbiegen. Und das machen wir jetzt am Apartamentos Las Arenas vorbei, Richtung Tanzpub Oscar 7, Calle Helsinki, Hotel Dunamar. Die Aufzüge, ich glaube, einer geht wieder von beiden. Habe ich jedenfalls in den Kommentaren gehört, hier vorne im Atlantic Beach Club. So, Apartamentos Guinea. Und da vorne das Dunamar. Ja, Dunamar. Dunamar bekannt. Und ein wunderschön gelegenes Hotel auch hier. Im Zentrum neben dem Time to Smile, der Apartmentanlage hier. So, nun haben wir dann auch alle Blickrichtungen, die man hier in Maspalomas Playa bekommen kann. Und mit dem schönsten Blick auf den Strand von Playa de Ingles hier. Ja, die Punta de Maspalomas, das war mein Ziel heute Morgen. Da vorne stand ich, habe dann hierher gesehen und jetzt mal das Ganze aus der anderen Perspektive. So, jetzt geht es mal ein bisschen richtungsmäßig Richtung San Agustin. Ja, die Wind oder der Windschutz hier unten, der hängt auch. Also das ist nicht notwendig heute, den Windschutz hier aufzubauen. Ja, heute Abend geht es mal wieder lecker essen. Das freut mich schon. Mal sehen. Ich werde vielleicht ein paar Sachen aufnehmen. So, hier gibt es schöne Fotos. Ja, da oben die Dachterrasse vom Suite Hotel Playa de Ingles. Da habe ich vom Ralf wunderschöne Aufnahmen bekommen. Fantastische Aufnahmen. So, und jetzt gucken wir beim genau Isabel del Mar rüber. Atlantic Beach Club. So heißt die Anlage, dass ihr auch die Sachen finden könnt, wenn ihr sie sucht. Wunderschöne Terrasse, auch Veranstaltungen da. Hier unten die Canary Lounge, La Costa heißt es. Chill-Out-Terrasse und dann der traumhafte Blick hier hinüber nach San Agustin.
Ja, ich gehe da noch ein bisschen, packe jetzt die Kamera weg und sage schon mal hasta luego, macht's gut, einen schönen Feiertag noch und ja, wir sehen uns, wir sprechen uns, wir hören uns. Termine wisst ihr, Donnerstag beim Lucky und am Freitag wieder am Faro. Wer möchte, kann gerne mit dabei sein. Hasta luego.